Ich Hä? baue noch eben schnell Ja. meine Mauer-Defense-Konstruktion da fertig. Ja. Und dann können wir los, Rexe tame. Gott. So, ich habe jetzt auch so Pillar in die Mauer reingebaut. Mache ich auch gerade. Und dann halt noch immer Dächer dazwischen. Können wir. Los, von mir aus auch. Genau. Moment. Eigentlich, dieser Metal-Klotz hier in der Mitte sieht schon ganz schön geil aus, ist aber eigentlich übel useless. So, wir haben hier jetzt Wir hat, weil wir extra. hatten da oben so ein komisches Dreieck dran gebaut. Was ist das denn? Um mal kurz zu zeigen, um welchen Metal-Klotz es geht. Ich nehme nämlich schon auf. Nur so. Okay. Hä? Nebenbei. Wir haben nämlich einen neuen im Tribe. Den Ragnar, der ist aber gerade nicht da. Und der Das ist eine baut. wilde Wurst. Genau, das ist ein Wilder. Und der baut seine Base nochmal. Der baut auch eine eigene Base hier in der Mitte beim Fluss. Ja. Wollte auch. Machen wir halt so. Er hat das ziemlich cool gemacht. Er hat hier so kleine, richtig nice Abgangs Dinger. LOL! Das Dreieck da, Alter, Alter. als ob der kommt. Alter, ich mache mit der Faust. Von wem ist hier der LOL. Wurstcode-Nascher da? Wurstcode-Schlot. Ja, halt. Alter, ich bin zu schwer. So, hallo, hier ist Sheriff Wurstolive. Das lese ich gar nicht erst durch. Der hat das hier ein bisschen mehr, der hat auch hier so ein bisschen auf Stil geachtet. Und hier, eins seiner Stealings ist kaputt. Ich glaube, hier ist jemand eingebrochen, weil sein Fabricator ist auch Nee, das leer. war nur ein Wolf, der hat das zerbisse. Ach so, alles klar. Warum auch immer er da aus Glas baut. Ich weiß auch nicht, was der Ragnar da auf die Leinwand geschrieben hat. Ja, der Ragnar. Sollen wir los? Ja. Ja. Ja, du kommst gar nicht mit, 600 komm schnell Kartoffeln weg. lag gerade. Also ich bin dafür, dass wir es irgendwie so machen, dass immer einer tamed, also einer drauf schießt und der andere hält Viecher vom Leib. Und guck mal, da ist schon der erste, Level 30. Ich hasse Gunpowder Farm. Würde ich lieber Thatch mit dem Fernrohr farmen oder so, Alter. Ist es angucken oder was? Was? Das Thatch mit dem Fernglas. Welches Thatch? Och, Das hast Junge. du. Ich weiß nicht, was du meinst. Da vorne ist ein Alter. Rex, Level 80. Oh. Machen wir eigentlich nur mal so ein Noch einer? 1v1-Turnier? Weiß ich Nein. nicht. Level 65. Aber hier spawnen echt gut welche, das ist nice. Ja, wenn wir die alle kennen, dann spawnen die auch nach. Ja, Oh, hier hier sind ist nochmal einer 100 Level Gunpowder. 40, um das mal zu erklären für die Zuschauer. Die Infernal Fighters. Also es gab einen Tribe, der ist irgendjemand, der hat gestern angefangen, eine Minibase oben auf dem Schneeberg zu bauen, wo wir gerade waren. Und einer von denen, das war vorher irgendwie Empire oder so. Und einer von denen ist zu den Infernal Fighters gegangen und die anderen, die haben sich halt dann da oben aufgebaut und irgendjemand genannt. Und die Infernal Fighters spielen jetzt nicht mehr. Und dann hat Winplay, also der eine von den Empire-Typen, die sich da gesplittet hatten, hat dann den Tribe übernommen und jetzt haben sie sich wieder zusammengetan. Jetzt heißen irgendjemand und Infernal Fighters zusammen Black Monkeys und bauen da, wo die Infernal Fighters vorher gebaut haben. Und sind unsere, ja, mehr oder weniger Verbündeten eigentlich. Hab von denen was geklaut. Ja, Oh. du Spaß. Das schneidest du raus. 110, ja. Level 65. Einmal töten, bitte. Bei mir ist einer Level 30. Nice. Ha, ich hab mich 60er. angesteckt. Hä? Ja, alles klar. Ist. Junge, du zähmst jetzt selber ein und du nimmst nicht den Weißen. Der stand hier nur. Ja, der stand. Ja, Du hast ihn selbst schuld. reinzustellen. Ich zähme jetzt keine Ich war zu Wölfe mehr für dich. schwer. Jetzt weißt du auch, warum ich so viele Wölfe zähme. Ich hätte gewonnen, wenn. Hätte Fahrradkette, ja. Wenn ich jetzt so viel Feuerstein mit hätte. Fred. Fred, Entschuldigung. Egal, ich farm gerade Gunpowder. Jetzt muss ich 2000 farmen, hä? Was ist denn das, wenn der richtig auf einmal. Alter, was greift, wenn jetzt der andere Wolf stirbt? Dann schlägt hier 13, Alter. Ja, dann schlagen wir dich 13. Reicht einschlagen, bis um mich Oh. umzulegen. Ja. Kommt drauf an. Bei mir schon. Und ich bin. Nein! Nein! Jetzt ist mein Wolf tot, ich bin tot. Jo. Wir haben ja noch zwei. Mein Wolf ist auch nicht mal auf Passiv. Ey, auf Dann wenn Neuladen. der Wolf jetzt Das verreckt. weiß ich noch, da war ein Planet Wenn X. der Wolf jetzt Da verreckt. waren Wie viele Wölfe ein sind denn Pillar. hier? Der Wolf verreckt auch noch. Leck mich. Ohne Spaß. Du hast gerade mal 2600 Gunpowder gefarmt.
Und wir sind schon dabei zwei. Was ist das denn hier? Mich greifen vier Wölfe an. Ja, gib den Hit und weg. Warum lebt denn noch mein Erster, Alter? Shit, Alter. Junge, wenn der das überlebt. Ich raste aus. Ich geh auf, Alter. Guck mal, merkst du das, wie produktiv das ist? Okay, ich muss mit meinen Sharks. Guck mal, ich hab in den letzten 5 Minuten sind schon 3 Wölfe verreckt. Also der verreckt jetzt auch gleich noch, der andere. Wir haben jetzt noch einen Wolf. Ich nicht alle verrecken lassen. Ja. 90% aber. Wir haben nur noch einen 70. Wolf. Einen. Wir hatten 4. Die gibt's doch hier wie Kacke am Meer, Alter. Ja, dann kannst du ja auch wie Kacke am Meer tame. Mach ich auch. Ja, mach's auch. Und Gunpowder. hab ich schon. Nee, hast du nicht. Aber wie oft bist du jetzt schon gestorben? Du musst mir jedes Mal sterben, 10.000 farmen. Aber auch schon einen Kommentar gelesen, wo stand, alleine warst du besser. Rex, Level 145. Gar nicht. Ja. Wetten und du kannst ihn mal wieder easy zähmen. GG, nee, hier ist gerade voll scheiße. Hier sind. Der Rex stirbt jetzt an hier 3 Wölfen, Junge, als ob. Der Rex ist jetzt tot. Hast du schon hier rechts befüllt? Was? Hast du schon hier befüllt, wo ich bin? Nee, da ist doch nichts befüllt. Ich krieg die Wölfe nicht weg. Doch, einen habe ich jetzt. Zu spät, Rex ist tot. Scheiße. Und, yo, Shine Speedy, Direwolf wurde gekillt und ich wurde gekillt. Das Frust-Megalozeros, ja, wahrscheinlich. Ja, aus Frust, weil mein Wolf tot ist, hole ich mir jetzt einen 140er Mega. Mega Piranha. Oh, hab's. Oh, nice. Sehr gut. So, ich gehe jetzt nochmal mit dem Allosaurus Rex suchen. Hoffentlich. Ja, und mit hoffentlich meine ich richtig. Hoffentlich funktioniert das. Also ich nehme jetzt, glaube ich, jeden so ab. Ja, am liebsten 140 nur. Aber ich glaube, da suche ich mich doof und dämlich. Zumal Brüten halt diese Season echt low ist. Sodass das, ja, gar nicht mal so viel Sinn macht, irgendwas zu brüten. Deswegen muss man die eigentlich tamen. Deswegen muss man mit der Toleranzgrenze eigentlich ein bisschen runtergehen, aber das will ich nicht. Und da vorne haben wir den ersten Level. 135. Leute. Los geht's, Alter. Und der ist einfach instant vor der Haustür, ja, als ob. Das ist gerade schon echt geil. Das ist schon echt richtig Premium. Bis auf, dass der jetzt meint, hier Rampage am... Auf der Map hier Dingens laufen zu müssen. Ist das schon ordentlich geil. Ich helfe ihm da mal ein bisschen, dass er nicht allzu viel Damage frisst. Genau, so ungefähr. Dann versuche ich den jetzt am besten irgendwo hinzukiten. Ja, genau. Und jetzt gegen 3 Nashörner, weißt du? GG. Als ob. Okay, ich muss jetzt den alle auf passiv machen und auf Follow setzen. Und der hat einen fucking hohen Schadenswert. Und dann muss ich den jetzt einfach abbölzen. Wenn der nicht jetzt da hinten den nächsten Scheiß nimmt. Doch, nimmt er, alles klar. Guckt mal. Jetzt will er das Reh, das da oben ist. GG. GG. Jetzt aber drauf. Und ich muss versuchen, da hochzukommen. Komme ich aber nicht. Alles klar. Und er will wieder die Gisela. Gisela, der Rex will durch. Wieder zur Gisela. Dann catcht er die Gisela. Und ich düse weg. Komm, hol die Gisela. Genau so. Die Taktik mit der Gisela ist Main. Gisela absolut Main, Junge. Merkt euch das. Die Gisela, die macht's. Jedes Mal. Die Gisela übernimmt. Hat die Gizla übernommen? Gizla hat übernommen, danke dir. Jetzt kann ich nämlich wieder in Mutterseelenruhe dem auf den Arsch ballern. Dann legen wir vielleicht gleich schon die erste Bestie. Geil wär's, ne? Er liegt. Jungs. Der Hype ist absolut real. GG, okay. Gucken wir uns jetzt mal die Werte an. Ich glaube nämlich wirklich, sein Damage-Wert sollte insane sein. Verliert der Leben? Nee. Okay, der ist in allem gar nicht mal so gut. Müssen wir nach dem Tame warten. 4000 Leben.
ist echt scheiße. Ja, gucken wir gleich. Gucken wir gleich in Ruhe, Jungs. Der Kollege würde jetzt 8 Mal essen. Das heißt, ich hole mal Primate und guck mal, wie viel das bringt. Hier ist ja, nee, ich glaube, die gehen kein Primate. Ich glaube, da muss ich einen Mammut holen. Oder man nimmt hier die beiden Adler, die ich gerade mit einem Sabertooth gekonnt angelockt habe. Einer hätte wahrscheinlich nicht gereicht, aber zwei geht dann doch. Ich kann euch gleich mal die Werte von meinem Allosaurus zeigen. Das ist nicht mein Guter, ja, das ist nicht der Alpha. Und der hat trotzdem einen Lebenswert jetzt von 6200. Ich habe nicht viel auf Leben geböllert. Ich habe auch viel auf Weight und Stamina und vor allem Movement Speed geknallt. Also du kannst einen Allosaurus wirklich richtig hochbölzen. Und ich kann euch mal anteasern, es kommt nach Bushwars Season 8 wahrscheinlich keine Season Bushwars mehr, sondern ein komplett neues Projekt. Ich habe da nämlich eine echt coole Idee. Es kommen genau genommen 2 neue Projekte auf euch zu. Das andere, das ist aber so groß, dass das noch definitiv 1-2 Wochen dauern wird. So, und ich gönne mir jetzt einfach tatsächlich alles hier, weil ich keinen Bock habe, das Primate rauszusuchen. Und transfer dem dann einfach mein Leben ins Inventar. So, einmal zack, 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 zack. Zack, 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 fertig. So, jetzt einmal hier noch das Fleisch rein, warum auch immer, und dann gucke ich mal. Ach ja doch, hat sich schon gelohnt, nice. Guckt mal im Hintergrund, Leute, wie ich da einen Gletscher erscheinen und verschwinden lassen kann. Ich kann ihn erschaffen, guckt euch das an, und zack, Riesengletscher, und zack, weg, zack, zack. Seht ihr das, da hinten den Schneegletscher, den ich erschaffen kann? Geil, oder? Richtig der Schneebändiger, Alter, übelst nice. Schacksobert, der Schneebändiger wird der Titel, ohne Witz. Ich mache den Titel so richtig spannend, irgendwie eigenen Gletscher erschaffen oder so, und dann sind die Leute jetzt voll enttäuscht, wenn sie sehen, dass ich einfach nur ein bisschen, wo war es, hier vor und zurück laufe und dann da hinten die Grafik abspannt. Ja, ich weiß, du willst jetzt ein Dislike geben, weil du gesehen hast, dafür kann jemand einen Gletscher in Ark erschaffen, kann er aber nicht, und kann ich verstehen, Dislike einmal kräftig, und dann hat sich die Sache völlig gegessen. Und da ist der Rexipexi. Wir nennen ihn Rexobert. Nice. Whistlen ihn auf Passiv. Und jetzt bin ich ein bisschen gespannt auf seine Stats. Ja, also bis auf, dass ich jetzt hier festbugge, ist das ja eigentlich schon mal eine nice Sache. So, ich hol die beiden mal. Hol die beiden mal ran. So, zack, Junge, komm her. Runter da. Ich möchte nämlich einmal deine Stats sehen. 5000. Oh. Stamina und Melee Damage Wert hat da einen guten. Wir brauchen noch einen Rex mit einem Lebenswert. Welches Geschlecht hat er denn? Das merke ich mir auch direkt mal. Alles klar. Gut, dass man das jetzt so sieht. Female. Okay. Also Stamina ist wirklich überragend mit 1000, mit fast 2000. Damage kann man mit Leben. 30% mehr wären da schon. 30% mehr wären schon echt noch nice. Und der hängt natürlich wieder. Aber Leben ist echt übelst brutal schlecht. Also da würde ich so, weiß ich nicht, zwischen 7.000 und 8.000 ist Minimum. Ab dann, also wenn ich einen mit irgendwie, weiß ich nicht, 7.200 Leben Grundwert habe, dann reicht mir das fürs Erste. Die meisten, die holen sich Rexe mit 9.000 oder so und züchten die dann zusammen. Aber, boah, da jedes Mal dann 9.000er zu suchen, ist mir echt ein bisschen stressig, zumal ich das alleine machen muss. Ja, also klar, wir haben einen Schreib über Spot ja jeder für sich. Ich kann es auch gleich nochmal zeigen, der Ragnar, unser neuer Spieler da. Ich meine, von dem hatte ich euch auch schon mal erzählt. Übrigens, das ist wahrscheinlich hier wieder so die übelste Cut-Folge. Das, was am Anfang aufgenommen wurde, das war nämlich am Tag von gestern. Deswegen weiß ich gar nicht. Ja, deswegen weiß ich einfach nicht, wie das Ganze wird und ob ich euch das gesagt habe und ob ich das vielleicht diese Folge gesagt habe. Aber wir haben natürlich wieder einen neuen aufgenommen, nämlich den Rakpopagna. Und der hat hier eine kleine Base gebaut. Der müsste doch eigentlich schon dabei gewesen sein. Wenn nicht, dann kommt der nächste Folge auf jeden Fall mal dazu. Da sauge ich dann aber für. Der hat sich hier ein kleines Bütchen gekauft und der hat das echt richtig cool gemacht. Ich wüsste die beiden mal auf Unfollow. Der hat hier nämlich auf Wasser gebaut und hat sich da echt was Nices hingezimmert. Das sah noch cool aus, als das hier alles offen war. Er hat sogar hier, oh, hat er nicht mehr. Der hatte hier Waterblick. Richtig krass. Okay, das zeige ich aber jetzt auch nicht zu viel. Ich möchte ja nicht, dass man, wenn man ihn raidet, genau weiß, was wo ist, wenn man ihn offline raidet, weil sobald wir halt online sind, werden wir ihm natürlich beim Deffen helfen. Das ist nämlich auch der Knackpunkt an unserer Base, dass wir uns einfach gedacht haben, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass wir alle einzeln bauen, weil wenn jetzt einer angegriffen wird, kommt von zwei Seiten immer dicker Support, ja.
Und das ist natürlich, das kann so ein Raid echt nochmal kippen, wenn da auf einmal, ja, noch zwei Tribes, zwei Mini-Tribes dazukommen, wisst ihr, wie ich meine? Und das war sozusagen unser Plan im Nachhinein. Also Ragnars Angebot lief darauf hinaus, dass er in unseren Tribe kommt, den kannte ich nämlich schon ein bisschen, und dann bei den anderen Boys mitbaut. Das wollte er dann irgendwie nicht, dann hat er den ersten Tag da mitgespielt, hat dann aber erklärt, dass er auch eigentlich eher so der Solo-Player ist und dass er die Lust an Ark verliert, wenn er mit anderen spielt, weil er dann zu schnell wieder alles hat und da nicht so Bock dran hat irgendwie, genauso wie bei mir ja ungefähr. Und deshalb hat er dann auch angefangen, eine eigene Butte zu bauen. Ist auch völlig in Ordnung, finde ich. Also wenn man das möchte, dann natürlich halte ich da keinen, bin ich auch der Letzte, der irgendwie ein Recht hat, einen davon abzuhalten, weil ich das auch jede Season mache. Von daher, naja, würde ich sagen, suchen wir den nächsten Rex und sehen uns wieder, wenn wir dann einen haben. Heute ist nämlich echt, also was heißt heute, der Tag ist leider schon ziemlich dem Ende geneigt, weil ich heute für meine Uni bei einem Infotermin sozusagen war und deswegen ist es jetzt dementsprechend auch schon wieder 9 Uhr und jetzt noch 50 Stunden lang aufnehmen ist halt nicht. Deswegen ist der Plan heute für mich quasi einfach nur ein paar Rexe ranschaffen. Das ist eigentlich das Einzige, was mich gerade irgendwie juckt, wisst ihr, das ist, weil das ist, was wir brauchen. Ihr habt doch wahrscheinlich gesehen, ich habe da noch eine zweite Reihe Turrets drunter geklatscht. Da fehlt mir halt klar noch für 20 Turrets Munition einfach. Aber trotzdem, so langsam sollte man Rex, es ist jetzt der 5., 6., 7. Spieltag schon, glaube ich. Nee, eine Woche schon der 7. Spieltag und ich habe immer noch keinen Rex. Deswegen sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken, Jungs. Bist du Kelvin? Als ob Kelvin hier ist, wie nice. Ich nehme gerade auf, du Boy. Das ist doch schön. Ja, richtig geil. Da hinten ist ein 150er Spino. Warte mal ganz kurz, ich stell kurz ein bisschen lauter. Ich höre dich nämlich nur ganz schlecht. So, nochmal, was ist? Da hinten ist ein 150er Spino. Ja, und da wo ich herkomme, 20 Meter weiter, ist ein 120er Alpha Rex. Echt? Jo, pass ein bisschen auf. Jojo. Du hast nicht noch einen Rex in die Richtung gesehen? Nö. Scheiße, kommst du vom Wasser, von dem Fluss da oder wo? Ich bin, glaube ich, von da gerade ausgekommen irgendwo. Alles klar. Was suchst du denn? Ich hab deine Base gesucht. Alles klar. Meine Base oder deine? Deine. Die ist, guck mal nach links. Ja, ich weiß, ich habe dich schon gefunden. Da musst du hier unter dem rechten Tor durch, dann kommst du da hoch. Und dann links halten immer. Ja gut, dann guck ich mal. Alles klar, nur pass auf wegen Turrets, da ist echt alles voll, falls du dahin willst. Ja, ja. Ciao. Tschüss. Richtig nice, Alter, und lol. Who the fuck? Imperium, als ob. Als ob jetzt das Imperium hier baut. Leute, Leute, ich dachte, die Folge wird übelst langweilomäßig Rex-tame. Aber geht ja doch gut die Butze ab. Alpha Rex, wir sind Schneezauberer. Imperium gesichtet. Treffen mit Kelvin. Ist ja doch ganz geil, ne? Oder wurde das hier schon geraidet? Nee. Imperium! Imperium! Jetzt nochmal hier weiter zum Thema hier. An diesem Fluss hier sind auch nochmal öfter Rexe, deswegen laufe ich hier jetzt noch einmal eben hoch und runter. Und ist das ein Rex? Jo, ist ein Rex-Level. Als ob auch Level 130. Und er liegt. Keine 3 Sekunden später. Stats gucken, 4400. Oh, scheiße. Miserabel, as fuck. Wirklich S-Fuck, Alter. Ja, jetzt ist egal. Jetzt tame ich den einfach durch. Der Rex ist fertig in 3, 2, 1. Billobolli! Das war das Wort, das mir in den Kopf kam, als der Rex aufgestanden ist. Genau jetzt, deswegen ist das der Billobolli. Also natürlich passiv. Dann gucken wir einmal schnell die Stats. Einmal springt Torino, ist ja auch ein weiblicher. Stamina, Scheiße, Leben. Hat man nicht gesagt, sobald ich einen mit 7,2 grundwertmäßig habe, nehmen wir den. Ich
glaube, den nehmen wir, ne? Jetzt brauchen wir noch ein Männchen zum draufzüchten, oder? Das hier ist ja ein Weibchen. Das müsste ja da unten rechts gleich. Female. Scheiße, wäre das ein Male, wäre richtig gut. Aber, also das heißt richtig gut, immer noch nicht, aber schon angenehm. Aber an sich ist der halt auch scheiße. Naja, in dem Sinne frage ich euch auch mal, ob euch die Folge gefallen hat, Jungs. War das überhaupt mal was, was ihr sehen wolltet, oder war das eher Kopoloris mit Kaboris? Lasst es noch unter, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Folge wieder. Ich probiere mal den Ragnar mit an den Start zu bringen. Den habt ihr, glaube ich, nur einmal ganz kurz oder gar nicht gehört und kennengelernt. Wird auf jeden Fall, glaube ich, cool. Serio, haut rein. Ciao, 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 ciao.